So, und damit herzlich willkommen hier zu dem wohl wichtigsten Spiel vom FC Neofisch. Hier beim 50. Spieltag in der Europa League. FC Neofisch gegen Panathinaikos Athen. Ja, mit einem Sieg könnte der FC Neofisch schon in die nächste Runde einziehen. Denn dann hätten sie einen komfortablen Vorsprung vor Panathinaikos Athen. Und sie hätten sogar einen besseren direkten Vergleich. Ja, wenn der FC Neofisch dieses Spiel gewinnen sollte, wie gesagt, dann ziehen sie schon automatisch in die nächste Runde ein, einfach wegen dem direkten Vergleich. Und das wäre doch das Wichtigste jetzt für den FC Neofisch. Ja, die Frage ist, kann der FC Neofisch auch diese Leistung weiterhin aufrechthalten? Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, muss nicht sein. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier die Aufstellung von FC Neofisch. Der FC Neofisch spielt mit der Entertariolisch-Kette. Denn Patrick Klingmann und Daniel Karow sind zwei ehemalige Eintracht-Ariolisch-Spieler. Das heißt, ja, die spielen mit den Eintracht-Ariolisch. Mit der Eintracht-Ariolisch-Kette. In Verteidigung, wie auch immer. Und ja, das Spiel beginnt hier beim FC Neofisch in Düsseldorf. Hier beim Spiel FC Neofisch gegen Panathinaikos Athen. Wie gesagt, bei einem Sieg würde dann der FC Neofisch in die nächste Runde sicher einziehen. Dann bräuchten sie auch gegen Manchester United keinen Sieg. Diese Chance hier von Athen war interessant, aber diese war wahrscheinlich nicht wirklich ernst gemeint. Denn das war echt mies. Ja. Bräunig, der kam ja damals auch vom Eintracht Ariolisch, aber das schon bevor die eigentliche Saison bzw. der eigentliche erste Spieltag schon begonnen hat. Im Vorbereitungsturnier war er damals, glaube ich, noch bei Eintracht Ariolisch. Bin mir nicht sicher, jetzt auf jeden Fall erstmal Mollens am Ballon. Da ist, ja, Villafanes, aber so wird das nichts. Ja, Tarik Tabasch, der darf heute mal eine Pause machen. Anderson, der ist nur auf der Bank. Semaniro übernimmt den Posten von Nakamura. Nakamura übernimmt den Posten von Anderson. Vielleicht funktioniert es hier gegen Athen. Aber nur vielleicht. Und jetzt hier Nakamura. Borges, auf die Außenbahn. Da ist Semaniro! Ah, Nakamura hatte die Chance. Da hatte Nakamura die Chance, hier schon das 1:0 zu machen, aber er hatte auch nur die Chance. Jetzt hier, nee, so wird das nichts. Rodrigo Moledo. Und jetzt Daniel Karow auf Borges. Da ist Semaniro in der Mitte. Da ist Nakamura. Nakamura! Der Junge, der wird immer gefährlicher. Wann ist er so gefährlich, dass er mal sein erstes Profitor macht? Wann wird er mal so gefährlich, dass er sein erstes Profitor macht? Bei Japan, bei den Länderspielen in der WM-Qualifikation, da hat er ja schon ein Tor gemacht. Aber wann macht er sein erstes Profitor beim FC Neofisch? Beziehungsweise in der YouTube-Bundesliga oder überhaupt in einer YouTube-Bundesliga-Mannschaft? Denn eigentlich ist er ja noch bei RB Gelsenkirchen unter Vertrag. Jetzt der Ball, ja, da sieht Klingmann nicht gut aus. Aber Bräuning umso besser. Was hatten die Abwehr da gemacht? Das würde ich gerne wissen. Das war ein sehr, sehr schneller Konter. Was? Das war nicht die Gelegenheit. Egal.
Lassen wir das so. Gibt jetzt hier nochmal einen Eckball hier für Panathinaikos Athen. Und die Flanke in die Mitte. Das war aber nicht gefährlich. Deswegen gibt es den Abschuss. Ja, RB Gankin ist ja schon lange weiter. Das stand ja schon seit vor 2 Wochen fest. Aber ob auch Eintracht Ariolisch und die Gamezocker Kickers weiter sind, das wisst nur ihr. Denn ihr habt hoffentlich die Champions League gestern verfolgt. Natürlich wissen wir es auch, aber ne, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann verraten wir es natürlich nicht. So, holt jetzt hier mal. Hollins auf Low. Vila Farnes bekommt nicht die Kugel, deswegen hat Klingmann den Ball. Ja, Klingmann läuft hier, glaube ich, zum ersten Mal hier. Auf jeden Fall läuft er zum ersten Mal in der Champions League auf. Jetzt der Ball. Der Ball, der war ein bisschen zu nah am Torwart, beziehungsweise er kam raus. Er will einfach nicht, dass Nakamura sein erstes Tor macht. Und da ja die Asia, die Spiele von Asien, beziehungsweise die Qualifikation der Asiaten nicht aufgenommen wurde, beziehungsweise nicht übertragen wurde, hat Nakamura noch kein richtiges Tor, was auch wirklich übertragen wurde. Schon bitter. Als Stürmer, der hier regelmäßig spielt. Und eigentlich eine Tormaschine sein sollte. Jetzt hier vielleicht die Gelegenheit von Athen. Nein, das war ziemlich schlecht gespielt. Rasch geholt sich ganz einfach die Kugel. Denn niemand wollte sie. Jetzt Nakamura. Da läuft Semeniro mit. Da hat er ihn gut ausgespielt und hat dann den Ball Semeniro gegeben. Semeniro, ja, da hätte er Raschke den Ball geben müssen. Borges. Ja, der Ball, der war viel zu weit. Den konnte er sich nicht holen. Deswegen gibt es den Abstoß für die Griechen. Mollens. Und jetzt Jesus. Auf Nakamura. Nakamura auf Semeniro. Semeniro. Der kann flanken. Spielt auf Borges. Dieser gibt Nakamura den Ball. Borges jetzt hier wieder auf Semeniro. Semeniro auf Raschke. Raschke kann flanken. In der Mitte des Nakamura. Nakamura. Nakamura 1-0! Nakamura! Katsuchka Nakamura. Er macht seinen ersten Treffer. Katsuchka Nakamura! Ich kann's nicht oft genug sagen. Katsuchka Nakamura macht den Treffer! Meine Güte! Nakamura macht den Treffer! So neu für den FC Neofisch. Mit der Nummer 12. Katsuchika Nakamura macht den Treffer. Und dieser Treffer ist so wichtig. Den macht er mit dem Kopf. Ich dachte, Jesus geht da zum Ball. Aber nein, Nakamura. Der stand goldrichtig und köpft ihn rein. Dieser Treffer ist so wichtig für den FC Neofisch. In der 30. Minute trifft der Japaner und köpft somit sein Team in die Zwischenrunde. Berzins auf Borges. Ja, und sie können es auch ohne Anderson. Anderson darf mal eine Pause machen. Jetzt hier Semeniro! Das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Sie haben zwar im Hinspiel 3-0 gewonnen, aber so schnell, dann ist auch ein bisschen too much. Ja, es war ein schöner Versuch mit dem Volley, aber da stand er zu. Ja. Da hatte er nicht die richtige Position. Der Winkel war nicht so gut. Meine Güte, Katsuchika Nakamura.
Und RB wollte ja Katsuchika Nakamura loswerden. Und ich glaube, Katsuchika Nakamura hat auch einen neuen Verein gefunden, wenn sie wirklich die Kaufoption ziehen sollten. Haben sie eine Kaufoption? Ich weiß es nicht. Wenn, dann müsste sie ihn nochmal so anfragen. Also, ja. Semaniro. Und da ist Borges. Nein. Also Nakamura, der überrascht mich in diesem Spiel. Aber es gibt jetzt erstmal einen Abstoß hier für Athen. Patrick Klingmann. Ja, aber jetzt die Athen. Nein. Und Semaniro. Semaniro auf Katsuchika Nakamura. Das, nee. Also ein Treffer ist ja schon gut genug, ne? Das denkt sich auch die Abwehr. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Anderson auf dem Feld ist. Wie sieht dann das Spiel aus? Weil der ist ja noch ein Stück mehr torgefährlicher als ja Torschütze zum 1:0. Er hat ja schon im ersten Spiel überhaupt gegen, im ersten richtigen Euroleague-Gruppenspiel überhaupt, hat er ja schon einen Hattrick gegen diese Mannschaft erzielt. Jetzt hier Jesus, also Nakamura. Er gibt dir auch schöne Vorlagen. Nur Jesus konnte daraus nicht wirklich viel machen. Jetzt Chavez. Mollens bekommt die Kugel. Mollens! Das hätte es hier sein können. Das hätte hier der Ausgleich sein können. Aber nee. Das ist noch nicht der Ausgleich. Es soll noch nicht sein. Nakamura. Komm, ich sag schon Nakamura, aber er hat noch nicht über den geköpft, aber okay. Ich sehe einfach nur irgendeinen Namen, wie ihn aussprechen. Aber jetzt hier vielleicht Mollens! Hat schon wieder eine Chance. Schon wieder eine Gelegenheit hier für die Gäste. Ich glaube, da hat Klingmann das Abseits aufgehoben. Aber es gibt jetzt hier einen Eckball. Ja, es gibt keine Minute Nachspielzeit, dennoch gibt es diese letzte Aktion hier in dieser Partie. Fest und 1:1! Chavez köpft hier zum 1:1. Und jetzt ist es mal interessant. Jetzt ist es mal interessant zu wissen, wie es weitergeht. Natürlich sollte es eigentlich mit einem Unentschieden für den FC Neofisch reichen. Aber wenn jetzt Panathinaikos dieses Spiel drehen sollte, dann, sieht es ziemlich schlecht aus, vor allem weil der nächste Gegner von FC Neofisch, ja, Manchester United ist. Das ist mal interessant herauszufinden. Und jetzt gibt's den Wiener-Anschuss, ja, aber auch nicht für eine so lange Dauer, denn es gibt jetzt den Halbzeitpfiff. 1:1 geht's in die Halbzeitpause, kurz vor Schluss. Kurz vor der Halbzeit köpft Chavez nochmal seine Mannschaft zurück. Der erste Treffer war in der 30. Minute von Nakamura. Der zweite kam dann in der 45. plus ersten Minute der Nachspielzeit. Mal sehen, wie es in der zweiten Hälfte aussehen wird beim Spiel FC Neofisch gegen Panathinaikos Athen. Nakamura. Nakamura auf Semaniro, den anderen sehr gut gesehen, aber der stand im Abseits. Wieder stand im Abseits. Mit dem Knie stand er im Abseits.
gut gesehen vom Assistenten. Da braucht er echt ein Adlerauge. Das haben wir am Anfang nicht gesehen. Aber der Assistent hat's und das war eine richtige Entscheidung. Jetzt Jesus, aber der Torwart, der kommt sehr, sehr weit raus und unterbindet direkt diesen Angriff. Villafanes. Jetzt Chaves. Chaves. Kann er irgendwas machen? Ah. Deutschland holt sich die Kugel und schießen weit nach vorne. Jetzt hier Nakamura. Nein, Nakamura verliert den Ball. Weil, ja, 2 gegen 1 ist ein bisschen schwierig. Mollens. Das hat er. Ah. Wie er durch die 2 Verteidiger gegangen ist, das war gut. Der Rückpass, der war schlecht. Nakamura, gut gesehen. Da ist Semeniro. Semeniro. Nein, genau auf dem Mann. Das kannst du doch nicht so machen. Das war schlecht. Ja, und weiterhin muss der FC Neofisch hier ein wenig zittern. Genauso wie Panathinaikos Athen. Die müssen ja noch mehr zittern, denn Unentschieden wird ja nicht reichen für sie. Holt. Jetzt hier Mollens. Holt. Nee. Lord, jetzt hier. Chaves, Chaves, Chaves! Ich dachte, er ist drin. Ich habe nur den Ball gesehen, wie er an einem Netz zittert. Und dann dachte ich, okay, das ist das 2:1. Aber der ging ganz knapp am Tor vorbei. Ja, mal sehen, was die Gastgeber noch hier so parat haben. Oh, ein schöner Ball auf Semeniro. Der flankt. Und Lorde jetzt hier auf Mollens. Die können hier kontern. Das ist ein schneller Konter. Da ist Chaves. Der Ball geht auf Chaves. Chaves ist durch. Da hat keinen Mann mehr hinter sich. Warum läuft der denn nicht? Jetzt Bräunig. Weiter Ball. Der rutscht auch ein wenig aus, weil, zu viel Schwung genommen. Aber das ist völlig egal. Der Ball ist jetzt auf Jesus. Jesus ist nicht im Abseits. Jesus in die Mitte. Da ist Nakamura. Nakamura in den Pfosten. Was ist denn das denn jetzt hier? Jetzt, das geht hier ruckzuck hin und her. Da kannst du selbst nicht mehr mitschauen. Da musst du dir jedes Replay mal angucken. Einfach, weil die Kamera nicht mehr hinterherkommt. Jetzt Kuibari, wie auch immer. Ja, das gibt die gelbe Karte. Das muss die gelbe Karte geben. Es gibt ein Gespräch mit dem Schiedsrichter. Kann aber froh sein, dass es nicht mehr ist. Also, ja. Es ist eine gelbe Karte eigentlich, aber der Schiedsrichter verzichtet drauf. Er parierte Torschüsse im Strafraum. Bräunig 3. Der gegnerische Torwart 4. Einfach weil der FC Neofisch mehr Schüsse aufs Tor gebracht hat. Jetzt Chaves auf Villafanes. Villafanes über die rechte Seite. Da steht keiner. Da ist jetzt Deutschländer. Aber viel zu spät. Der kann schon flanken. Und Nakamura. Der bekommt jetzt hier die Kugel. Nakamura, der kann auf. Ja, der gibt auch auf Jesus. Jesus auf Deutschländer. In der Mitte, da läuft wieder Nakamura. Da ist Borges am Ball. Borges auf Jesus. Jetzt Jesus, der kann gleich flanken. Flankt er? Ja. Nakamura? Nee. Ja, so sehen wir Niro, der hätte da hingehen müssen. Holt. Mollens. Ja, sie brauchen hinten einen neuen Spieler und im Mittelfeld. Der dann den Ball auch nach vorne trägt. Ja, Semeniro, der trägt den Ball aber ins Aus. Es gibt jetzt einen Wechsel. Jesus geht runter, Cook kommt drauf. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Wechsel. Dieser Wechsel, der macht Sinn. Persson für Semeniro. Cook eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler, aber er darf jetzt mal auf den linken Außen spielen. Interessant. Vielleicht bringt's was. Also der Trainer meint, dass die Außenbahnen hier mal aufgefrischt werden müssen.
Vielleicht stimmt das ja. Jetzt guck, der kann sich jetzt hier mal beweisen auf der linken Außenbahn. Der flankt. Ja, Persson, der hat ja auch schon 2 Tore gemacht. Gegen Manchester United. Jetzt Chavez. Oh, wieder Farnes. Koulibaly. Wieder Farnes, der kann flanken. Ja, nee, Deutschländer macht das gut und ja, es gibt hier den Einwurf. 10 Minuten noch plus Nachspielzeit. Und Athen mit dem Ball in der Gefahrenzone von den Düsseldorfern. Zwar nicht im Strafraum, aber in der Gefahrenzone. Berzins auf Cook. Ist gut gemacht. Deutschländer. Ja, jetzt muss Cook auch mitlaufen. Ja, Borges, jetzt Nakamura. Nakamura! Der hat jetzt mal richtig Bock, aber hätte er vielleicht wieder aus den Außenbahnen spielen können. Denn Persson stand da auch schon bereit. Aber er wollte es selbst machen. War halt aber dann am Ende scheiße. Ja, 7 Minuten noch zu spielen plus Nachspielzeit. Kann der FC Neofisch das Spiel noch drehen? Kann der FC Neofisch hier vielleicht noch den Siegtreffer machen? Denn im Moment steht es ja jetzt halt wieder nur 1:1. Nakamura. Schönes Dribbling von Nakamura. Da ist jetzt Persson. Persson in die Mitte. Da ist Cook. Cook. Guck doch mal. Das war eine schöne Flanke, aber ja, was das war, das weiß ich halt nicht. Der abgefangene Pässe, Raschke 6, Nuno Reis nur 3. Und jetzt der Ball auf Chavez. Macht er jetzt der 2-1? Nein, er stand am Abseits. Ich will nicht wissen, wie oft der schon im Abseits stand. Wobei, der war nicht einmal richtig im Abseits. Ich meine, das wäre gleich Höhe gewesen. Glück für den FC Neofisch. Ja. 3:1 Fouls hier für Athen. Wer hat es jetzt hier auf Cook? Cook auf Borges. Borges! Kein Elfmeter. Ja, und jetzt gibt es gleich nur noch die Nachspielzeit. Eine Minute gibt's drauf. Und Borges. Auf Nakamura. Nakamura. Das war ein schlechter Pass. Und damit ist der FC Neofisch in der nächsten Runde, in der Zwischenrunde der Europa League. Ja. Sieht sehr gut aus für den FC Neofisch. Sie brauchen, ja, aufgrund des direkten Vergleichs keinen Sieg gegen Manchester United. Auch wenn ein Sieg gegen Manchester United nochmal ziemlich viel Selbstvertrauen geben würde für die nächste Runde. Die Frage ist, wer wird dann auf den FC Neofisch treffen? Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder oder schon vielleicht am Wochenende, wie auch immer. In 2 Wochen dann beim letzten Spiel Manchester United gegen FC Neofisch. In ein paar Tagen, dann in einem Tag vielleicht sogar schon beim Freitagsspiel in der jüdischen Bundesliga. Der 8. Spieltag. Wir sehen uns dann. Haut rein und tschüss.